Frau Braun, grüße Sie. Elke Braun, hallo. Das Bobbycar, ein absoluter Klassiker, aber es muss ja irgendwas Neues an dem sein, warum Sie heute da sind. Ja, richtig. Das ist das Bobbycar Next. Und das Bobbycar Next hat jetzt serienmäßig Licht. Und zwar gibt es hier einen Berührungssensor und eben mit einfachem Touch dann auch wieder ausgeht. Also kann das Kind auch nachts fahren? Ja, richtig. Jetzt ist es gut im Dunkeln sichtbar. Und damit das Kind auch besonders bequem sitzt, bekommt das Bobbycar einen weichen Schaumsitz, den man auch abnehmen kann. Und es hat natürlich 4 Flüsterreifen. Die sind mit einem speziellen Gummi überzogen, sodass sie eben auf Böden keine Spuren hinterlassen und besonders leise auch sind. Bremsen du die nach wie vor mit den Füßen oder wie war das? Ja, das ist richtig. Das Bobbycar hat nach wie vor keine Bremse, macht den Kindern aber auch besonders viel Spaß. Darf man es mal sehen von unten? Ah, sehr robust auch. Ne? Was ist da, Kofferraum? Hier ist der Kofferraum untergebracht. Ja. Also man kann einfach aufklappen und da können die Kinder ihre geheimen Schätze verstecken beim Fahren. Und das Bobbycar hat eine elektronische Hupe. Das heißt, und wenn ich doch mal drauf drücke. Motorengeräusche. Genau. Okay. Schön. Was kann man noch dazu sagen? Ja, alle tollen Eigenschaften, die das Bobbycar ja schon seit Jahren hat. Es hat eine Kniemulde, damit die Kinder recht lang auch damit fahren können. Und es hat die ergonomische Form, sodass die Kinder einfach beim Spielen schon gesund ihre Hüfte entwickeln, dass es auch einfach geht zum Fahren. Griffiges Lenkrad natürlich, mit dem man gut und sicher lenken kann. Das Bobbycar ist ja eigentlich relativ klein. Welche Altersgruppen sprechen Sie damit an? Das Bobbycar ist für Kinder von 1 Jahr bis ungefähr 7 Jahren. Und mittlerweile haben wir aber auch viele Erwachsene, die auf dem Bobbycar fahren. Also 50 Kilo sind getestet, hält es aus. Wir wissen aber vom Bobbycar Sportverband, dass es auch bis zu 100 Kilo aushält. Kommt natürlich dann einfach auf das Gewicht an, weil Reibung erzeugt Wärme und dann wird es einfach schwierig. Also ich kann mir das Skateboard ersparen, fahre mit dem Bobbycar. Ja, es gab schon einen, der ist auf Arbeit mit dem Bobbycar gefahren. Richtig. Auf Arbeit? Ja. Tatsächlich. Was muss ich denn für das Bobbycar hinlegen, wenn ich es mir kaufe? Dieses Bobbycar kostet 99,95. Okay. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Danke, viel Erfolg auch. Noch. Tschüss. Tschüss.